So, herzlich willkommen zurück zum Daily Ranking in Rocket League. Und wir spielen hier ganz alleine als PC-Vertreter gegen Konsolenspieler und mit Konsolenspielern. Mal sehen, was das wird. Okay, sagt er, I got it, dann vertraue ich mal da drauf. Okay, bin ich jetzt hinten? Ihr beiden seid vorne, ihr müsst ja schon da vorne ein bisschen Druck machen. Genauso. Genauso meinte ich das mit dem Druck machen. Zack. Und in die lange Ecke. Schön gemacht. Schön geschossen. Hätte zwar schärfer sein können, aber hat funktioniert. Was sind wir hier eigentlich? Wieder im normalen Competitive Wettkampf-Rangliste. Bin hin. Oh. Ja, da bin ich. War ich nicht rechtzeitig da. Oh. Oh, nice. Pass in die Mitte. Oh, er kommt da an. Weil da hätte ich dann rausgemusst. Oh shit. Oh shit. Da war wieder das Problem. Er war auf mich gesprungen und dann war keiner hinten. Ich hätte ihn bloß halt liegen lassen, anstatt ihn richtig hoch zu machen. Da hatte ich keine Zeit mehr, uns neu auszurichten. Hätte ich einen richtigen Rückwärtssalto machen müssen, dann wäre er zumindest hochgeflogen. Und schwerer richtig zu hitten gewesen. Runde. Was macht ihr? Ach, die werden wieder rausgekickt. Wenn Anakin, wenn du dich vor mir stößt, musst du auch vor mir rangehen. Jawohl. Geh doch. Da war zwar wieder mehr oder weniger meine Vorlage. Er hat nur dort in der Mitte gehalten, dass ich ihn nicht rausspielen konnte. Aber was soll's. Hat funktioniert. Kriege ich zwar keine Punkte für, aber ich will gewinnen. Und das führt mich zum Gewinn. Also mal schauen, wie es weitergeht. Das ist meine. Das ist meine, sag ich doch. Thanks. Zack. Der sollte eigentlich schon reingehen. Habe ich leider daneben gesetzt, aber dann muss ich ihn halt reinzimmern mit meinem zweiten. I'm on fire. Oh oh, schlechte Idee. Ach, fuck. Ich hätte halt hochgemusst. Das war meiner. My bad. Ah, Anakin stand zwar schon da, aber der hatte auch hochgemusst, also rumgelaufen. Nicht schubsen! Stopp schubsing! Ja, ich hab keinen Boost, und bin ich rückwärts wieder gefahren. Gewinne gerade wieder so rückwärts fahren, aber was richtig kacke ist. Oh Gott. Wow. Anakin, kurze Ecke zu machen. Warum kann ich noch zwischen dir und der Ecke eigentlich durchfahren? Und warum sehe ich das Bedürfnis? Ach, er steht halt viel zu weit weg. Er steht halt viel zu weit weg, der Anakin. 3 Meilen. Vom Tor weg. Auf der Linie muss man stehen. Sonst kann die immer irgendwie an dir vorbeidrücken.
Wow. Ah, da wusste ich nicht, wo ich mit dem anfangen soll, mit dem Ball. Dass da alle vorbei rasseln, hätte ich nicht vermutet. Oh Gott. Ernsthaft. Ja. Wow. Ah, bin ich nicht entschlossen genug zum Ball verteidigen gegangen. Fuck. Dass ich ihn aus dem Winkel noch reinkriegt, habe ich nicht vermutet. Jetzt mache ich gerade nur noch Mist irgendwie. Ah, verdammt. Oh, wow, okay. Hier ist einer irgendwie vor mir rumgedümpelt. Hat man nebenbei erwischt. Xigmaut. Oh, schießen doch richtig. Komm. Schießen doch richtig. Anstatt so einen Krüppelball. Ich mache einen Rückwärtssalto und er macht den nicht. Verdammte Kacke. Und er krüppelt ihn halt wieder weg. Und macht den richtigen Schuss. Ah, oh Mann. Ist doch Bullshit mit Take the Shot. Och komm, treff den Ball halt mal. Ey. Die beiden fahren voll an. Ja, komm. Ach Gott. Ich will aufgeben. Take the shot. Ihr trefft die Hälfte der Bälle nicht. Brauche ich mich nie wundern. Ja, dann krüppeln sie sich so. Wow. Wow. Du brauchst keinen Boost, du brauchst einen Doppelsprung. Ja, den hast du gemacht. Wow. Dann mal ein bisschen die Schnauze hochziehen, der fliegt auch weiter weg. Anstatt den auf deinem Auto quasi zu balancieren. Oh Mann. Was ist denn hier wieder los für Deppen unterwegs? Meine Güte. Ich habe zwar auch scheiße gespielt, aber die waren ja auf dem gleichen Niveau. Wir waren 3-1 vorne und haben jetzt 6-3 verloren. Wow. Das ist eine Ansage. So, jetzt kommen aber auch die Quatsch-Maps, ein nach der anderen. Meine Güte, die gerade eben ist okay, da ist zumindest die Form normal, aber da habe ich trotzdem das Gefühl, ich spiele da auch nicht so gut. Aber hier ist jetzt die nächste doofe Map, nachdem wir davor Neo-Tokyo hatten. Ey, meine Güte. Ich fahre mal nicht an. Wir hoffen, dass das dass der andere es tut. Wow. Wow. Ach komm. Ich hasse diese Map. Ich kann mit dir nicht berechnen, wie die Bälle runterkommen. Ach, komm! Rocket League. Ach, warum stehst denn du schon wieder hinter mir? Ach, komm. Okay. Ja, ich liebe es auch, wenn meine Teammates über mich springen. Wie jetzt gerade wieder oder unter mir. Das ist halt einfach super. Wieder zu schnell, ich war wieder zu schnell zum Reinmachen. Mehr Zeit nehmen.
Boost aufsammeln. Er geht dahin. Er trifft ihn wieder nicht. Er ist eher da. Weil er den wieder so komisch spielt, irgendwie rumgekrüppelt, nehme ich den lieber nochmal in der Luft. Okay, den hätte er wahrscheinlich genauso genommen. Tja, da war wieder keiner da, weil man immer zusammenfliegt. Und der dritte Mann irgendwie irgendwann eine Seite von der komplett anderen Seite rumdümpelt. Ja, verdammt. Ach komm. Der rollt halt über mich drüber. Und die verbliebenen zwei können nicht abwehren. Sie treffen nämlich wieder den Ball nicht. Ich verstehe das nicht. Wie kann man denn auf dem Ranking sein und die fucking Bälle nicht treffen und immer übereinander springen? Die standen wieder genau aufeinander, lassen sich beide gleichzeitig ausspielen. Super. Ins Tor? Ach. Warum? Wer soll denn schon ins Tor gehen? Ja. Boost halt aus dem Tor. Nee, ernsthaft. Einfach mal im Tor bleiben, um das zu sichern. Na, Quatsch. Ja, kommt doch keiner. Ja doch, der wollte irgendwie mal kurz vom Tor vorbeischauen und fährt wieder vor. Ja. So kann halt kein Tor entstehen, wenn ihr beide an der Wand hängt. Ja, jetzt müsste mal einer... Ach, kommt! Dann, wenn es nicht mehr nützlich ist. Gurken sie halt gegen mich. Irgendwo oben rumgegammelt, übers Tor geflogen. Aus dem Winkel, aus dem man nie und nimmer ein Tor schießen kann. Aber schön, dass du da warst. Muss man ja sagen. Ja, fuck. Den musste ich irgendwie direkt versuchen, aber da war ich wieder zu schnell. Ich weiß nicht, sie haben in Position, ja, wieder ein Ball verfehlt. Der andere stand direkt dahinter, wurde ausgespielt ins Tor. Das ist übrigens der Grund, warum ich die Map hasse, weil der Ball an der blöden Ecke langrollt und, oh ja, er fällt ins Tor. Braucht man halt keinen Skill dafür. Du kannst ihn einfach an der scheiß Ecke lang schießen. Wenn da keiner am Tor steht, ist der halt drin. Geht er jetzt mal rein? Wow, nice! Geht doch! Er steht plötzlich mal in der Mitte zufällig richtig und dann geht er auch rein. Zack. Wie gesagt, steht zufällig einmal richtig. Drin. Anstatt halt, dass immer zwei Leute auf dem Hof stehen. Ah, okay, das habe ich jetzt mit den Fail gemacht. Oh, ja, wenigstens zerstört dafür. Warum bist du nicht im Tor? Oh Gott! Ich bin nicht Tor. Kommt hier gleich der nächste Torschuss. Was willst denn du hier? Ach Gott, ey. Stellt sich quer vor den Ball. Gib mir halt noch einen Kick, anstatt dass ich den Ball hochspiele. Oh. Ich hasse diese Mitspieler. Ich will nicht mit so jemandem spielen.
Die haben hier nichts zu suchen. Wie soll man das denn vorhersehen? Wann die den Ball treffen und wann nicht? Und warum fahren die immer auf die gleiche Stelle, wo schon einer steht? Einmal ein bisschen Abstand und ein bisschen gucken, wo die Leute stehen. Ja, schade. Wieso ist er nicht im Tor? What the fucking fuck fuck? Er steht an der Mittellinie an der Seite. Alles klar. Würde ich auch immer stehen, wenn ich nicht, wenn ich ganz hinten Dienst hätte. An der Mittellinie an der Seite. Bei 0-0. Da stehe ich, wenn wir irgendwie 0-2 haben oder so, weil wir dann halt mal aufholen müssen. Oder wenn so ein Ball kommt, ich nicht so treffe, wie ich eigentlich wollte. Das ist kacke. Na, einer fährt gerade ins Tor. Ups. Ah, ich hab's versucht. Den hab ich wieder falsch eingeschätzt. Und der dritte Mann, ja, war mein Fehler. Den habe ich falsch eingeschätzt. Dann war für den dritten Mann keine Option mehr noch zu reagieren. Oh Mann. Ich finde das halt kacke, dass man mit Randoms immer hinten stehen muss, weil die einfach... Die haben keine Lust, hinten zu stehen. Ja. Okay. Jetzt nehmt den doch mal. Nehmt doch mal den Ball vor dem Gegner. Oh, Jungs. Die lassen sich den ganze Zeit an der Nase rumspielen. Positioning, 6 Sätzen bitte. Oh fuck. Nee, den hätte ich doch nicht mehr von der Sonne. Ich muss das Tor. Nee, den will ich nicht nehmen. Nämlich nehmen. Ich wollte gerade sagen, wenn es wieder keinem Tor steht, ey. Dann werde ich aber sauer. Oh fuck. Ich verkackt. Total verkackt. Och, Jungs, fahr doch nicht den Ball hinterher. Ich mach da den wieder in die Mitte, logisch. Der Ball fällt auf die andere Seite, da muss ich auch auf die andere Seite. Nicht bereitstehen zum Passspiel oder so. Fuck, falsch umgedreht. Ach komm! Okay, keiner von uns springt dahin. Na gut, dann ist der drin. Hätte auch einer von uns machen können, oder hätte vor allem ich wahrscheinlich machen können. Ich stand ja dort auch nur rum. Weil ich immer denke, sonst springen die Randoms dahin. Heute bin ich echt nicht gut. Das liegt auch an mir, dass ich heute verliere. Liegt nicht nur an den Randoms.
Dann krieg ich wieder einen Bam. Komm schon, spiel in die Mitte! Ah, nicht so funktioniert, wie ich das gern gehabt hätte. Und der geht rein. Der letzte Mann ist nicht letzter Mann! Ich hab gar nicht Water Safe drin. Kommt schon! Boah! Das nervt mich. Das kotzt mich richtig an. Dass der Typ halt nicht hinten stehen bleiben kann. Da ist ein Ball in der Gegnerhälfte. Ich muss da auch. Ich muss da vorfahren. Ich muss da schießen. Ich brauche Punkte. Wie kann behindert kann man denn eigentlich sein? Einfach mal hinten stehen bleiben und verteidigen bei 1-1.